Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung der 10 Traktoren. Wir sind ja jetzt bei den Kompakttraktoren angelangt. Und da habe ich ein paar rausgesucht. Ein paar haben Simple IC. Ein paar haben kein Simple IC. Hier ist alles bei von Deutz, Fendt, Valtra, Case. Lindner haben wir auch dazwischen. Ich würde sagen, wir schauen uns den einzelnen an. Dann sage ich euch, von wem der ist. Und deswegen springe ich hin und wieder einmal auf den anderen Monitor, dass ich genau weiß, von wem der ist. Wir starten mit den 1455. Case IH. Eigentlich der beliebteste Trecker, der überhaupt im LS gefahren wird, gespielt wird, glaube ich. Kann mich auch täuschen. Jeder Trecker, den ich hier vorstelle, kommt der Link natürlich in die Videobeschreibung. Also könnt ihr euch auch den da runterladen. Wie gesagt, 1455, mit denen fangen wir an. Der ist von dem Autor Giants Software für PC, Mac, PS4 und Xbox One. Das ist der... Also ich finde ihn nicht schlecht, deswegen habe ich ihn ja auch auf meiner Platte. Geschweige denn auf meinem PC. Innenleben. Okay. Kann man so lassen. Ist halt nicht viel. Ist ein älterer Trecker. Aber hier können wir halt nichts öffnen. Mit Simple IC oder sonst ähnliches. Der ist halt so, wie er ist. Animierte Auspuffklappe, Blinker funktioniert. Das funktioniert alles. Die Lok natürlich bei jedem Schlepper ist fehlerfrei. Sound geht auch. Okay. Dann... haben wir den Case IH56 Series, also der kleine Bruder, ist von Marius, erhältlich für PC, Mac, PS4 und Xbox One. Etwas kleinerer IHC, aber das ist nicht schlimm. Bei dem haben wir zum Beispiel ein Kennzeichen dran, ELC1056. Der kleine hört sich etwas lauter an als der große, okay. Aber auch hier ist das Innenleben genauso wie bei dem anderen auch. Da können wir auch nicht viel ändern. Das war der Case. Dann kommen wir zu dem Valtra G. Das war das Modell von Giants, der neu kam. Ist auch für PC, Mac, PS4 und Xbox One erhältlich. Bei dem wissen wir, können wir nichts machen. Der ist halt so, wie er ist. Also Simple IC oder so ist nicht zu finden bei dem. Schönes neues Interieur. Eine Dachluke für Frontladerarbeiten. Giants FM steht im Radio. Aber ansonsten können wir nichts machen, was Simple IC betrifft oder ähnliches. So, dann kommen wir zu dem ersten Deutz. Ja, das ist der. Und zwar haben wir hier den Deutzfahr Agrostra 6.08 bis 6.38. Ist von dem Autor Puma. Ist erhältlich für PC, Mac, PS4 und Xbox One. Ja, der schnauft ganz gut.
Interieurspiegel natürlich funktioniert. Simple IC haben wir bei dem auch nicht. Auf dem Sitz haben wir diese Deutz-Farben. Die Fahrhebel bewegen sich. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. Das sollte nicht mit aufgenommen werden. So. Auch ein schöner kleiner Deutz. Aber es geht noch ein bisschen kleiner. Da haben wir diesen, ich sag jetzt mal, zusammengetretenen Deutz. Und zwar ist das der Deutz DX Agrostra Series 4, auch von Puma, für PC, Mac, PS4 und Xbox One erhältlich. Ist die kleinere, zusammengetretenere Version auch hier. Natürlich Fahrhebel animiert, Gaspedal ist animiert. Aber hier können wir auch nichts mit Simple IC machen. Es halt so wie es ist. Licht ist natürlich auch vorhanden. Dann kommen wir mal zu was Kleinerem. Und zwar haben wir hier den Lindner GeoTruck Series 4 von Agrardesign Austria. Ist nur erhältlich für PC und Mac. Wie wir sehen, haben wir unten auch eine Ackerschiene drin, was ich cool finde. Wenn sie nicht gebraucht wird, dass da eine Ackerschiene drin ist. Bei dem haben wir natürlich Simple IC verbaut. Wir können die linke Tür öffnen. Wir können die Frontscheibe öffnen. Natürlich mit Sound. So, dann können wir noch das Heckfenster öffnen. Entweder so ein bisschen öffnen und schließen. Oder ganz öffnen. Das finde ich cool. Die kleinen Seitenfenster können wir auch öffnen. Also der ist schon nicht schlecht. Auch natürlich bei dem ein Kennzeichen verbaut. Dann haben wir den John Deere 6110 von Giant Software für PC, Mac, PS4 und Xbox One erhältlich. Das heißt, bei dem können wir nicht viel machen. Ja, kein Simple IC. Da haben wir die Geschwindigkeitsanzeige und Drehmoment, einen kleinen Monitor. Aber ansonsten können wir bei dem auch nicht viel tun. Aber ich finde ihn eigentlich nicht schlecht, obwohl ich nicht so der Johnny-Fahrer bin. Dann haben wir einen schönen kleinen Fan. Und zwar haben wir den Fan Farmer 30x von Virtual Farming 2K19. Ist erhältlich für PC, Mac, PS4 und Xbox One. Auch natürlich bei dem Simple IC verbaut. Was können wir alles öffnen? Wir können links die Tür ganz normal öffnen. Dann können wir das Seitenfenster öffnen. Rechts sowie links können wir es öffnen. Hier haben wir die beiden Stufen. Ein Stück öffnen oder halt ganz öffnen.
In der Heckpartie natürlich genau dasselbe, entweder ganz öffnen oder halt auf das andere Kreuz nur so ein Stück das Fenster öffnen. Was haben wir hier noch? Die Armlehne können wir hochklappen oder runter. Das geht dann auf beiden Seiten. Da haben wir noch was, aber da komme ich irgendwie nicht hin. Ne, da komme ich nicht ran. Ne, an das Kreuz oben komme ich nicht dran. Okay. Oder ist das Kreuz? Ne, da komme ich nicht ran. Okay, wie man da rankommt, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, das geht schon mal alles. Wie man sieht, Fahrhebel aktiv, also animiert. Und Gaspedal animiert. Das funktioniert auch. Das ist schon ein kleiner Hoftraktor. Die Tür kann man natürlich auch öffnen. Aber wie kommt man an das Kreuz? Okay, vielleicht findet ihr es ja. Wenn es gefunden habt, schreibt das mal bitte in die Kommentare, wie oben an das Kreuz bei dem Fan kommt. Dann würde ich sagen, geht's weiter mit dem anderen Fan. Und zwar haben wir da... den... Fan-Favorit 51... X von Truckfahrer 2003 ist erhältlich für PC, Mac, PS4 und Xbox One. Ist der Standardschlepper ein bisschen aufgehübscht, sage ich mal. Der hat eine Maussteuerung. Rechte Maustaste gedrückt halten. Nach rechts und links könnt ihr die linke Maus, die linke Tür öffnen. Rechte Maustaste gedrückt halten. Nach oben oder nach unten die andere Tür öffnen und schließen. Beide Maustasten gedrückt halten, nach hinten ziehen. Also zu euch ziehen, geht die Heckscheibe auf. Und auch wieder zu. Das funktioniert auch. Ist ein sehr schöner Trecker auch mit dem GPS-Balken oben drauf. Das sieht schon nicht schlecht aus. So, und zu guter Letzt haben wir natürlich noch einen Deutzer. Da muss ich mal kurz schauen, welcher das ist. Nein. Da haben wir ihn. Und zwar ist das der Deutz DX140 von dem Autor DTP Mario. Ist erhältlich für PC, Mac, PS4 und Xbox One. Auch der Kollege hat Simple IC. Die Tür könnt ihr zum Beispiel öffnen. Die Tür könnt ihr öffnen. Innen drin natürlich die Fenster könnt ihr auch wieder öffnen. Vorne, hinten. Das funktioniert, ansonsten habt ihr nichts mehr, was ihr öffnen könnt. Auch hier in der Heckpartie eine Ackerschiene. Ich würde sagen, das waren alle 10 Kompakttraktoren. Wenn ihr noch extra welche Wünsche habt, zum Beispiel was wir noch machen sollen, lasst es mir wissen, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Und um keiner meiner weiteren Videos zu verpassen, auch gerne die Glocke aktivieren, die euch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade oder irgendwas Neues auf diesem Kanal passiert. Ich wünsche euch noch einen Rest Pfingstmontag. Ich danke fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Manuel.